Riese. Ja. Passt perfekt. Der Fechter und der Holzhacker. Ich werde mir das nachher auch nochmal angucken, ganz ehrlich. Das ist geil. Das ist geil, was wir hier machen. Das ist geil. Yonatu? Die ich habe, ist das eine pure Fernkämpferin, ne? Ich weiß es nicht. Doch, du weißt es, du sagst es mir noch nicht. Ich weiß es nicht. Ach, scheiße. Ich weiß aber auch nicht, worum es geht, aber ich glaube... Ja, also, dann nimmst du den Kontercharakter. Ich merk schon, ich warte, bis du willst. Okay, dann ist jetzt Yonatu dran mit Picken. Oder okay. Nein, warte, ganz kurz, warte. Wir machen das so, der verloren hat, darf als letztes picken. Das heißt Yonatu. Das heißt, du darfst jetzt picken. Yonatu darf als letztes picken. Das finde ich fair. Und ich will dafür nicht immer zweimal das gleiche, den gleichen Charakter. Okay, machen wir. Gut. Wen hat's denn jetzt die Charaktere genommen? Dürfen dann nicht vorkommen, Jungs. Auch nicht beim anderen. Okay. Wir sehen nun die Schwarzbildaufnahme. Ein tiefes Schwarz. Trauer der Seele. Die Farbe der Liebe. Die Farbe der Emotion. Schwarz, ja. Für Emos. Für Emos, ja. Ich finde das so geil, wie die sitzt. Geil. Ah, hör auf, mein Auge! Hör auf, Junge! Ah! Du musst weggucken! Ah, oh, Alter! Yonatu arbeitet damit, dass er deine Augen blendet. Da wollte ich gerade sagen, der blendet. Yonatu guckt gar nicht zu, wenn er gerade die Space macht. Der hat die Augen zu gerade. der Ray Charles in ihm erwacht. Komm, Stevie Wonder, hau drauf! Ach Mann, wieso treffe ich dich nicht? Das ist scheiße. Alter, Yonatu! Ich sitze. Schön. Level up, Yonatu. Level up. Der ist gut. Der ist verdammt gut. Das muss man echt mal zugestehen. Aber der blockt auch wie so ein Blöder. Yonatu macht sich sehr gerne ab. Oh, der war schön, Yonatu. Oh, Chakra. Gut abgebaselt und dann reingestochen. Ich weiß, du planst nichts. Du machst das wirklich reaktionär, aber du kannst das. Ach, nee, der fistet mich. Keine Chance. Na. Steht 3-1. Und aber Mann, ich will die Combo hinkriegen. Ich will dich mit dem Tornado hoch und dann mit dem Dings in die Luft treffen. Vielleicht solltest du ihm deine Planung nicht erzählen. Ja, aber es ist eh klar, was ich mache. Komm, nochmal die gleiche Karte. Und nochmal die gleiche Karte. Du weißt schon, dass du mich in Typhoon nicht wegwerfen kannst, ne? Nein. Alter, der war hart von ihm. Der war hart gemacht. Wieso? Ich muss mit dem Charakter üben, das ist scheiße. Ah. Level up! Yonatu hat in dem ganzen Match bis jetzt nur Level up-Karten bekommen. Nur. Level up! Na, diesmal. Oh. Ja, ich bin tot. Kannst du nichts machen. Falsche Richtung. Ja, ich. Nur was ich nicht verstehe, wenn ich einmal die Nahkampfattacke mache und dann X drücke für den Fernkampf, dann macht ihr immer noch die Nahkampf. Achso, ich sollte abblocken. Wäre nicht verkehrt. Genau das! Boah, Yonatu, gib ihm! Heiz ihm ein, das ist dein Kampf! Mein Kampf! Mein Land! Alter, meine Fresse! Der war schön, der hat gut abgewartet. Oh, jetzt! Ja! Komm! Level up Karte, komm! Level up! Noch mehr Level up, Jungs! Habt ihr noch Level up für mich? Komm, eins habt ihr noch. Eins lauert noch in eurem Kartendeck. Ich stell mir gerade vor, wie Yugi im finalen Duell Exodia ziehen will und dann steht er nur so Level up! Oh, scheiße. Übelst verkackt, das ist jetzt sein Ende gewesen. Es ist hart, der blockt die ganze Zeit ab und weicht aus und dodgt und in die Fresse, Junge. Aber du machst ihn platt. Ja, ich bin ja Offensive da. Schon
Alter, ich wollte gerade nach unten ausweichen, ließ aber nicht schnell genug dafür. Alter, ist das hart. Regenbogen ist schön. Regenbogen wo? War eben, habt ihr nicht gesehen. Ne, ich bin zu konzentriert. Oh, Alter, ich muss die Augen gleich zumachen, wenn du so weitermachst. Ich krieg wirklich Augenschmerzen. Ja, ist echt so, ne, dieses Flimmern. Ah. Leute, wenn ihr Epileptiker seid, schaltet schnell weg. Was kann ich sagen? Rennt! Alter. So, komm, friss Wind. Friss noch mehr Wind. Oh, Malo. Böse. Am Anfang vom Video-Chakra, das musst du hinschreiben. Dies, zwei Level 1. Lächerlich, ey. Am Anfang vom Video musst du schreiben, dieses Video tötet Menschen. Mit Epilepsie. Epilepsie, ja. Ja, ist mir egal. Alter, der gibt mir jetzt aber. Jetzt gib ihm! Yunato aus Enrage. Lass uns unter ihren Rock gucken. Nein! Schade. Das habe ich gerade wirklich komplett geplant. Ich habe gerade richtig geplant, dass ich ihn in diese Ecke halte mit 3-2. Es wird knapp. 3-2 für mich, ja. Mach mit Tischtennisregeln. Tischtennis? Man muss mit 2 Punkten führen. Nee, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Okay, dann auf 5. Na denn, Also ich habe verloren, ich darf als erstes wählen. Nee, du, ich darf als zweites. Ich darf als erstes wählen, ja, darfst du. Los, wähle. Das Replay sieht so krank aus. Mit den ganzen Farben in Höchstgeschwindigkeit. Schwer zu entscheiden. Macht euch kein Bild von. Diese Epilepsiefarben in Schnelldurchlauf. Es ist wie, weiß ich nicht. I'm on crack! Gepickt. Hab's gepickt, nimmst Annie im Wunderland mit ihrem Pedobär, Tippers. Ja. Wie nehme ich da? Annie im WLAN-Land. Wie nehme ich da? Es ist hart. Ich weiß nicht, wie ich die kontern soll. Aber du musst effizient kontern. Das ist ja das Problem. Geht nicht anders. Machst du schon. Takatos, ich bin da optimistisch. Yunato gewinnt das. Ich nehme mal Raimu. Oder? Nein, ich nehme. Wo ist die? Da ist die. Nein. Wo ist. Da. Nein. Wo ist die? Ich finde Scarlet nicht mehr. Das ist die mit dem Vampirflügel. Da. Die einzige, die Flügel hat. Ja, das ist der perfekte Counter, einfach nur wegen der Geschwindigkeit. Deswegen, ich meine, ich kann auch ausweichen. Ich habe so eine kleine Attacke. Da geht das. Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, was ich jetzt mit dem Kampf tun soll. Gewinn ihn. Du kannst mich eh bashen. Du musst gewinnen. Yo, Adrian, I did it. Alle atmen, die Kombattanten bereiten sich auf die Schlacht vor. Das ist echt so ein Gladiatorenkampf hier, ey. Das ist. Wie viel steht es eigentlich? 2-3? 3-2, ja. Oh, ja. Sehr, sehr schön gemacht von mir. So, Yunato bereitet seine Fallen aus. Er bereitet sie nicht nur aus, er benutzt sie auch schon. Oh, halbes Leben, Chakra, halbes Leben. Die haut Schaden und er weicht aus. Ich hab Yunato mit dem Champ geschlagen. Ich weiß, ich weiche auch gerade die ganze Zeit aus. Nur, ich weiß nicht, wie ich mit dem Charakter hier umgehen soll. Jede seiner Attacken gerannt.